Ja, hallo, schönen guten Tag und moin moin, Tag und hallo. Hier ist der Henrik von den Twitch-Piraten und ich bin hier in einem Recording. Das heißt, das, was ihr jetzt gerade seht, ist aufgezeichnet. Es geht leider gerade nicht anders, denn ich möchte hier gerne an einer Leitstellenfahrt teilnehmen von den Leipziger Verkehrsbetrieben LVB. Die sind hier auf BRT Berlin unterwegs und die haben reingeschrieben, Streams sind nicht gestattet. Das ist natürlich sehr bedauerlich, aber nicht zu ändern. Deswegen werde ich hier natürlich auch nicht streamen. Es wird nur teilweise der Fall sein, dass ich lasse einfach dieses Fenster hier offen. Das Zeug da oben drin, das kann ja einfach drin bleiben. Ich könnte jetzt natürlich auch den Großbild hernehmen, aber da könnte ich das Ding irgendwie nicht einfügen, diese Schrift hier. Deswegen werde ich es, wie gesagt, recorden und nachher hochladen. Genau, ich würde jetzt hier ein paar Runden auf BRT mitfahren und nicht, dass ihr euch wundert, ihr werdet teilweise mich noch hören, ihr werdet teilweise meine Musik im Hintergrund noch hören, aber ihr werdet nicht den Gaming-Rechner hören, den kann ich nämlich durch Knopfdruck vollständig vom Streaming-Rechner trennen. Der Streaming-Rechner heißt auch momentan nur Streaming-Rechner, er muss ja, wie gesagt, bloß aufzeichnen. Ja, das war es eigentlich schon im Groben und Ganzen vom Organisatorischen. Bevor ich jetzt hier auf Anmelden klicke, werde ich selbstverständlich den Rechner muten. Ich möchte wieder den alten Bus fahren. Ich schaue mal, ob sie ihn haben. Das ist ein A26NL313-15. Das ist ein Stadtbus lang mit 78 Plätzen. Das ist der, mit dem ich recht gut zurechtkomme. Der kann auch nahezu alles fahren. Und schau mal, ob die irgendwas im BRT frei haben. Mal gucken, so lange, bis mir halt um die Ohren fliegt. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt erstmal auf Mute für diesen Rechner. Moment, Kaplonk. Da sinkt der Pegel. Und dann fangen wir mal mit dem Theater an. Und dann bin ich wahrscheinlich gleich im Kanal drin und da möchte ich ja irgendwie, ne? Mal gucken, was dazu passiert. Jetzt sollte sich theoretisch gleich der Funk öffnen. Da ist er. Ja, moin, grüß dich. Ich habe mal eine Frage. Ich würde gerne ein bisschen bei euch mitfahren. Etwa so 2 Stunden habe ich jetzt noch. Und bräuchte bitte... Bitte? Ja, dummerweise kommt meine Mutter aber um 16:30 und die möchte ich jetzt nicht wegen einem Computerspiel stehen lassen. Das sorgt für rege, wie soll man sagen, Unheiterkeit. Ach, irgendwie so 20, 25, vielleicht 30 Minuten oder sowas. Nein. Aber wenn du, aber ich nehme auch die X10, das wäre nicht so ein Problem. Wenn, also natürlich auch jeder andere, ist keine Sache. X10 ist halt die lange, die einmal quer durchgeht. Da bin ich, glaube ich, irgendwie eine Stunde unterwegs oder sowas. Ne, wie gesagt, muss auch nicht X10 sein. ja. Das Ding liegt auf einer SSD. Locker. Locker. 15 Minuten nur. Ach, da rentiert sich's los, waren ja gar nicht. Können die Leute nicht laufen, sag mal? Wenn du hast, gerne entweder den A21NL263 oder noch besser den A26NL313-15. Das ist einer aus der MAN Stadtbusfamilie. Wenn du nicht hast, kann ich mir auch selber holen. Also, schön wäre so ein A26-NL313-15. Ja, genau.
A26 minus NL313 minus 15. Ja, ich stelle Herausforderung hier, ne? Strich 3 habe ich noch nicht gehabt bisher. Also ich hatte den 263, den normalen mit 86 Plätzen. Den Strich 3, den habe ich bisher noch nicht gefahren. Das heißt, da dürfte ich sowieso noch eine... Weiß nicht, kann man die fahren, wenn man keine Lizenz hat dafür? Ja, Stadtbuspaket habe ich ja. Okay. Also den A21 minus NL263, den habe ich schon mal gefahren, den mit 86 Plätzen. Ach, ist das alles umständlich. Okay, das ist wenigstens in der Nähe, da schaue ich mal hin. Halle 4. Ich mache gerade wieder den Ich renne durchs Betriebsgelände Simulator. Halle 4, Platz 3, Platz 4. Verfügbar sofort mit diesem Bus fahren. Du kannst diesen Bus nicht fahren, weil du nicht installiert hast. Oder, genau, der gehört nicht zum Stadtbuspaket. Wo immer der dazugehörte, zum Stadtbuspaket war es nicht. Oder gib mir einfach recht, ich miete mir den kurz selber. Okay, das ist schlecht. Ich habe da oben noch einen YouTube der Simulator-Fan drin stehen. Okay. Na gut. Ja, was machen wir denn? Welchen kannst du denn alle mieten? Okay, hast du einen A26 oder hast du einen A21 NL263? Den kann ich nicht. Wahrscheinlich nicht, nein. Hast du denn das Stadtbuspaket installiert? Den habe ich auch bei mir nicht in der Liste. Im Stadtbuspaket sind, soweit ich weiß, nur 4 Busse. Ein A21, ein A26 und 2 A23. Strich 3, wie gesagt, weiß ich nicht. Aber 263 normal, der ist aus dem Stadtbuspaket. Ohne Strich 3. Überlandbus ist ein bisschen doof in der Stadtfahrt. Ja, den hatte ich vorhin vorgeschlagen. Den sagtest du, den hast du nicht gefunden. Aber den nehme ich. Super, den dann her damit. Oh Gott, wo war das? 4 und dann? Okay, damit weiß ich trotzdem nicht. Jetzt nämlich unter dem Funk, der wurde ein Bunker. Ah, 4-4. Wunderbar. Ja, dann habe ich noch ein paar Minuten, da geht das. Wunderherrlich, vielen Dank. Bis dann, ciao. M15.
15. Also U-Bahnhof Wittenberger Platz. Wo ist denn der Wittenberger Platz? U-Bahnhof Wittenberger Platz, warum finde ich den denn nicht? M19. Warum habe ich nicht meine M19 drin? M19. Ah doch, da ist eine M19. Und Wittenberg, da Schöneberg, Wittenberger Platz, dann Attacke. Und den hier oben, den verlasse ich gleich wieder. Da ist seltsamerweise ein YouTube der Simulator-Fan. Das werde ich nachher mal nachgucken, ob er. Erstmal wird der Rechner jetzt wieder entmutet. Und das Ding hier wieder entsperrt. müssen wir nachschauen an. Genau, da mal gucken, ob das hier so funktioniert. Ich lass mich hier gerade reinladen. Hat er gefragt, ist das an einem schnellen Rechner? Oh ja, es ist an einem sehr, sehr schnellen Rechner. Musik wieder! Die Hard Cache soll weiterlaufen. Hoppala. Da springt die Maus. So, er lädt gerade rein, wie ihr seht. Und das könnte noch ein bisschen dauern. Er hat meine Linie M19 verpasst. Umlauf 84. U-Bahnhof Wittenberger Platz zur Herbertstraße. Das ist eine kurze Linie. Fährt in 4,6 Minuten ab und hat die vom Wittenberger Platz hat die 81 928, 81 028 und mit der Route 84, dann sollte da oben theoretisch 02 natürlich, sorry, 02. Warum geht das denn nicht? 81028. Ach, 81928, okay. 81928. Und dann die Route 02. Jetzt stimmt's. S-Bahn Grunewald, super. Dann brauche ich das hier eben oben nicht mehr. Da müssen wir jetzt eine Schnelleinstellung machen, weil wir haben nur noch 3 Minuten. Deswegen wird es auch nicht groß erwähnt hier. Das hier bitte ein bisschen wärmer einstellen, dann das hier bitte ein bisschen höher, dann das hier bitte auf an, dann bitte den hier hoch. Dann neben mir eine Modellkonfiguration. Klimaanlage an. Motor auf stark. Türen vorn auf B, Mitte auf B, hinten auf B. Und Türsteuerung auch automatisch. So, und dann habe ich theoretisch die Möglichkeit, gleich abzufahren. Dann habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit. Ja,
sagen wir mal, hier, ob das irgendwo vermerkt ist. Ja, 2,5 Minuten haben wir noch. Live bitte. Ah ja, und vielleicht auf Deutsch sollte man nachsuchen, ne? Ganz lang, ja, ja. Live, oh, okay. In Berlin vielleicht. Schaut hier drüben aus, 1,6, dann kann ich schon mal langsam abfahren, ne? Gut, dann würde ich sagen, Bremse raus, Blick geradeaus, Abbremse wieder ein. So, moin Jungs, kommt rein. Guten Tag. Hallo. Mach voll. Guten Tag. Hallo. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Hallo. Ja. Haben wir doch alles. Guten Tag. Tag. So, und in der Hoffnung, dass mich der Bruno das Ganze noch später nachschaut oder ansieht. Wie gesagt, jetzt kommt die entspannte Route. Mal X10. Überall nur geradeaus und Linienverkehr frei. Obwohl Taxen schon genommen sollte, weil es kein Linienverkehr sind. Nicht mal eine Sonderform. Oh, vor mir die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, okay. Die haben den Krieg zerbombt, die wurde daneben wurde irgendwo wieder was aufgebaut, aber ja. Das ist eines der schöneren Bauwerke, daran können wir auch noch erinnern, als ich noch klein war. Die schöne, wenn wir daran vorbeigefahren sind. Ach, ich muss unbedingt ja nach Berlin. Scheiß Corona, geh endlich weg. Tag, Tag. Hallo. Hallo. Ja, das ist aber sehr geschickt von dir, lieber Bus neben mir. Besonders wenn da jetzt einer rausgeht, dann habe ich den als Kühlaugenfigur bei mir, ne? Super Idee. Zweite Reihe halten. Was soll man denn? Sag mal, macht man das bei euch so? Es ruckelt wie gesagt ab und zu ein bisschen hier. Aber es ist nichts im Vergleich zu Bad Ockelsdorf oder ähnliches. Na, das schaltet er nicht weiter. U-Bahnhof, Kurfürstendamm. Nächster halt Kudamm. Schon jetzt.
Und jetzt geht der Spaß los. So, Tag, kommen Sie rein. Hallo. Weiterschaltung funktioniert noch nicht so, wie sie soll, oder? Hallo. Hallo. Jetzt auch nicht das Problem, dann mache ich das händisch. Na gut, wenn das mit der Weiterschaltung nicht funktioniert, dann lassen wir das mit der Weiterschaltung. In anderen Bussen geht das. Vielleicht geht es auch nur auf anderen Linien, wer weiß. Doch. Boah, ist das eine Hitze, da kriegst du Soleier. Meinst du? Bei 19 Grad kriegst du schon Soleier, das sind aber rohe Eier, du. Du hast eben 3,5 Minuten Verspätung. Ich kann auch gerade die Maus hier nicht wirklich bewegen. Jetzt geht's wieder. Da kann ich auch nicht wirklich das Ding runterschauen. Aber ich stell's für dich gerne runter, Junge. Okay, ab sofort gibt's Kälte. Aber nicht wieder beschweren dann, ja? Warum haben wir denn so viel Verspätung hier, sag mal? 3,9. Also Jungs, was soll der Scheiß? Mehr als schnell fahren kann ich hier nicht. What the fuck? Haben wir wieder mal einen Fehler im Fahrplan, ha? Huh? Das haben wir gerne. 4,3, ich glaub das nicht. Schneller als schnell fahren geht nicht. Unstimmigkeit im Fahrplan. Es wird momentan noch etwas um Geduld beim Einsteigen gebeten. Ich bin hier gerade am... Wo bin ich hier eigentlich gerade? Olivarer Platz bin ich, genau, Olivarer Platz. Und ich fahre die Linie... Linie M19020. 19.020 steht drauf, okay. Dann müssen wir das Ding nochmal umstellen. Bitte den Fahrplan kurz aufheben. Jetzt fahren wir die Linie M19.020. Und ich hätte gerne den Ibis, den Dienstplan auf Umlauf 84. Der soll losfahren. 45, genau. Allerdings am Olivarer Platz soll er anfangen, genau hier. Das ist um 53 und jetzt haben wir 50, das heißt, wäre sogar 3 Minuten zu früh. Gut, den Plan bitte einsetzen. Weil jetzt passt nämlich das hier auch. So, und jetzt dürfte ein, jetzt dürfte rein und raus. Hallo.
So, und damit funktioniert auch das wieder. Das war jetzt vielleicht nicht die feine englische Art, weil irgendeine Station hat er am Anfang scheinbar übersehen, die er gerne gehabt hätte. Aber das ist ja immer, bevor ich jetzt hier nämlich hier kiloweise Verspätung einfahre. Na, und jetzt raus mit dem Ding und losfahren. Wenn das Ding jetzt wieder hochgeht, dann habe ich, dann bin ich verbuggt. Ah, die Weiterschaltung geht. Und jetzt stimmt die Zeit auch wieder. Aber da bleiben wir am Adenauerplatz so ein bisschen stehen, eine Minute, wenigstens eine virtuelle Minute, die Zeit war eine Minute hochstelle. Macht noch jemand rein? Ja, ein Mensch macht noch rein, zwei Menschen. Ein normaler Fahrer. Hast du. Leniner Platz, Schaubühne. Hallo. Tach, kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Ups, die ist. Ah, ne, ist bei 50. Tach, kommen Sie rein, junge Hallo. Dame. Sehen doch wahrscheinlich, oder? S-Bahnhof Halensee. Nee, Halensee nicht sehen doch. Fahrgäste, zu Ihrer eigenen Sicherheit möchten wir Sie bitten, sich während der Fahrt festzuhalten. Oh ja, besonders wenn Sie mit mir mitfahren. Hallo. Tach. Moin.
Beginn der Umleitung. Oh, hoppla. Hier muss ich anhalten. Verdammte Aktion. Ah, zu spät. Scheiße. Okay, das habt ihr nicht gehört. Das war ein böses Wort. Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Ich fahre sonst immer die X10 und die muss dann nicht anhalten am Rathenauer Platz. Entschuldigung, Junge, nimm den nächsten. Jetzt ist ein bisschen spät dafür. U-Turn ist hier, glaube ich, auch nicht erlaubt. Nicht mal für mich. Nein, natürlich nicht. So, und weiter. Straße. Endhaltestelle. Bitte aussteigen. Terminus. Please leave the bus here. So, und das war diese Route. Jo, das war okay. Ja, okay, das war klar. Dem einen war es zu warm, dem anderen war es zu kalt. Auch mal eine kleine Verzögerung drin. Weitere Tour fahren. Ja, 15.03 Uhr fängt es an. Vom Wittenbergplatz Terminus N19. Gut, das heißt, ich bleibe auf demselben Umlauf. Das ist sehr schön gelöst. Jetzt habe ich von der Herbergstraße zur U-Bahnhof Wittener Platz. Das heißt, irgendwo hier die 01 Label. Kommt das Ding von vorne und die Leute sollten anfangen einzusteigen, theoretisch. Tun sie nicht. Warum tun sie das nicht? U-Bahnhof Wittenbergstraße, Wittenbergplatz fahre ich. Der Fahrplan passt soweit. Fahr wieder zurück nach S-Bahn Grunewald. Das heißt, hier fahre ich so einen Meter vor. Halt nochmal an. Und das nochmal aufbauen, für den Fall, dass da noch jemand triggern wollte. Nein, will niemand. Okay, nee, das habe ich eher jetzt in 3 Minuten Abfahrt. Vielleicht will da noch jemand rein. Kapling. Video, nee, Video kann ich gerade nicht. Ich bin im Stream, da wird hier nicht rumgevideot.
Nein, ich bin streng genommen nicht im Stream, streng genommen bin ich im Recording. Wieso bin ich E-Bus? Bin doch kein Eindrücker. Warum bin ich denn 01? Achso, Route 01. Haha, nee, Route 01 bin ich. Bin streng genommen natürlich Ibiskurz. Bin die M29. Okay, wo war das? Das 81 war das, glaube ich. Nee, nicht Zielcode. Liebeskurs M29, verdammt, das Menü vorhin, das wäre toll gewesen. Wenn das noch da gewesen wäre. Okay, wenn ich das nicht habe. Ich weiß nicht, wo ich die Linie M29 einstelle. Nur 29 gibt es hier scheinbar auch nicht drin, oder? Doch, 29 gibt es hier. Richtung Herbertstraße war das, glaube ich, ne? Nein, S-Bahn Grunewald fahre ich. S-Bahn Grunewald steht aber oben drin. Das heißt, die Leute müssten theoretisch einsteigen, wenn sie wollen. Okay, wenn sie Grunewald nicht fahren wollen. Dann, ja, wenn ihr nicht wollt, Jungs, Mädels. Dann habt ihr wohl schon. Attacke. U-Bahnhof, Wittenbergplatz. Bitte was? Nein. Das Ding ist scheinbar auch kaputt. Also ich weiß beim besten Willen nicht mehr, was ich einstellen soll. Deswegen mal Weiterschaltung aus. Ich fahre mit der Aufschrift S-Bahn Grunewald oben weiter. Das habe ich ja vorher nachgeschaut. Damit sollen sie ja wissen, wer ich bin. Nein, auch nicht Europa Center. Sag mal, du bist hier völlig falsch, denke ich mal. Und ich habe keine Ahnung, was ihr da labeln soll. Also, Ibis-Defekt. Dann können wir hier nochmal anhalten und schauen, ob wir da was finden. Hier will auch niemand mitfahren. Fahren nach S-Bahn Grunewald, ja. Eigentlich ist mit dem M29, vielleicht kann M29 irgendwie händisch labeln. Wie ist das labeln? Ja, kann die M29 labeln, super. Hier drunten da dann auf S-Bahn Grunewald. Wollen Sie jetzt einsteigen? Nein, aber es steht schon mal richtig beschrieben drin. Und da Ibis momentan gestört ist, fahre ich halt mit dem Ding so weiter.
Hier will niemand mit. Ich habe hoffentlich nicht schon wieder denselben Fehler wie vorhin. Minus 0,4, dass das Ding jetzt einfach runtergeht, obwohl ich hier Gas gebe. Ne, minus 0,5, gut. Also das Ding stimmt wenigstens. Ja genau, lauf einfach nur rüber. Ich bin ja bloß ein ich bin nicht mehr ein Expressbus. Ne, die wollen auch nicht mit. Ja, kann ich nichts ändern. Fahren wir weiter. Ne, wie gesagt, wenn ich jetzt im Stream wäre, dann würde ich meine Zuschauer fragen, ob die da eine Lösung wissen. Oder ob die den Code im Kopf haben. Da ich hier allerdings nicht streamen darf, entfällt das Ganze natürlich. Dann fahre ich halt leer. Tja, hilft nichts. Die können mich halt ein bisschen wilder fahren. Ja, die wollen auch nicht rein. Hier will keiner rein. Ich fahre doch S-Bahn Grunewald, oder? Ja, M29 steht auch groß drin. S-Bahn Grunewald. Muss funktionieren, sollte funktionieren. Tut's nicht. Na gut, dann halt nicht. Und meine Ansagen funktionieren auch nicht. Ja, scheinbar ein bisschen buggy. Aber ich bleib natürlich dem Ganzen treu, das ist klar. Das heißt, ich halt an jeder Station, wie es sein muss. Auch da will niemand mitfahren. Aber minus 2,2, das heißt, ich stelle mir eine Minute hoch. So, doch hier wieder. Wollt ihr mitfahren, Jungs? Grunewald? Keiner? Okay. Das wird sehr, sehr interessant auf der Auswertung. Tja, bin ich auf mich allein gestellt. Schade. Bleibt treu, Strass. Wollt ihr mit nach Grunewald? Niemand?
Schade. Hoppla. Macht nichts, da ich eh keinen drin hab. So, wollt ihr mitfahren, Jungs? Nö, ihr guckt auch nur und du läufst vorbei. Na gut. Ja, dann nicht, ne? Kudamm nächster. Ist es halt eine Leerfahrt. Schade. Oder bin ich da vorne? Ne, hier bin ich schon richtig, ne? Niemand? Ja, man soll mir nicht nachgesagt haben, ich hätte es nicht probiert, ne? Also ich habe ja angehalten, nur die wollen halt nicht mitfahren. Das hat das meine Anzeige, meinen Fahrplan ergeben, dass ich da hin soll. Wollt ihr mitfahren? Auch nicht. Ja, aber da werde ich noch mal eine Minute hochstellen. Schade wieder, ne? Du bleibst mal schön da, wo du bist, Junge. Jedem seine Spur und mir diese hier. Na gut, eine verbackte Fahrt später. Ach, da laufen sie auf einmal alle hin, ja? Ah ne, halt, hier halte ich ja noch gar nicht. Da vorne habe ich meine Haltestelle erst. Hier halte ich ja noch gar nicht.
Ne, hier halte ich dann. Und ihr könnt hier mitfahren, wenn ihr wollt. Wollt ihr auch nicht? Na gut. So viele Leute stehen rum. Und keiner will mitfahren. Saubernde Pläne. Ja, und da ich gerade keinen Fahrgast habe, können wir auch hier wieder anhalten. Dann sollte die Fahrt jetzt theoretisch erledigt sein. Jo, alle erwischt. Das wird eine Katastrophe, weil ja kein Fahrgast da war, ne? Was soll denn der Schrott? Ich würde gern Route haben mit Fahrgästen. Das kann nicht euer Ernst sein, ne? Aber diesmal machen wir es anders. Diesmal schmeißen wir den Fahrplan wieder raus. Und setzt ihn neu ein. Auf M19 diesmal nur, okay? So wäre mal M29, glaube ich. M19 auf Umlauf 84, M19 war das, habe ich das falsch eingestellt, aber die Route soll dieselbe sein, ne? Das heißt, dann würde ich gerne sagen, den händischen Fahrplan löschen wir raus, sollte er da oben verschwunden sein, ist er nicht. Okay, dann hätte ich gerne Ibis-Code 81 928 M19 und ich möchte gerne die Route 02 fahren. So, jetzt stimmt das wieder. Herbertstraße ist scheinbar S-Bahn Grunewald. Seltsam. Sehr, sehr, sehr seltsam. Hier steht nichts mehr drin, das ist auch gut so. In 6 Minuten geht's los. Dann fahre ich schon mal los zur ersten Station. Möglichst mit geschlossenen Türen, dann fährt es leichter. Das hier ist der Terminus. Ja, warten wir ein bisschen.
Nee, das ist jetzt zu lang hier. Der stellt ihn noch 2 Minuten hoch. Das kommt davon, wenn ein Mensch mit schlechtem Gedächtnis. Ja, daran, dass hier gibt es auch mal irgendwann auszublenden da unten. Ja, hör halt mal auf reinzuladen, Junge. Der ladet halt alles auf einmal. Ich hab doch hier keinen schlechten Rechner. So. Hallo. Hallo. Eine Kurzstrecke. Das ist schon besser. Viel besser. Hallo. Hallo. Ah, noch mehr. Eine Kurzstrecke, bitte. Eine Tageskarte, bitte. Einmal Kurzstrecke. Denken halt immer, aber jetzt und dann immer dann kommt noch mal einer und so, ah nö, doch noch nicht, geht noch nicht. Das Schöne an der Strecke hier ist ja auch, man kann es ruhig genauso der Spandau runterzählen lassen. Denn diese Ampelschaltung sorgt normalerweise dafür, dass man keine Staus unterwegs hat. Europa Center. Na, warum bremst du denn nicht? Sag mal, was ist das denn? Jetzt geht's aber immer wieder. Ich drücke gerade die Bremse durch auf Anschlag und er bremst nicht. Das hatte ich auch noch nicht bisher. Gott sei Dank ist da nichts passiert, du. Ooh.
So, moin. Ich habe beide Türflügel geöffnet. Aber das interessiert euch natürlich nicht, ne? Guten Tag. Hallo. Tag. Ist euch nicht kalt da draußen, sag mal? Steht bestimmt noch eine Zeit lang da draußen, ne? Und dann im T-Shirt? Also nee. Zu meiner Zeit, da hätte es das nicht gegeben, du. Also die BRT haben sich sehr, sehr mau gehalten mit den Kontrolleuren. Fortsetzung, Jungs. Blinkt rechts, warum blinkt er rechts? Wow, nimmt er die Kurve nur. Jetzt geht die Bremse auf einmal wieder überstark. Ach, das versteht der Wilde. Fährst du zu oder fährst du nicht zu? Ne, der steht nicht hier rum. Na gut. Dann machen wir hier auf. Keiner zusteigen am Kuhdamm. Und fährst du da vorne auch mal los? Oder auch nicht, ne? Na gut. Dann halt nicht. Werde ich gleich an dir vorbeiziehen, sobald es geht. Hoppla. Hoppla, sag mal, fahr doch geradeaus. Ich hab's mir gerade nicht bewegt. Tach, ihr wollt auch nicht mitfahren? Was ist denn da wieder los? Aber steht da von draußen das Richtige dran, oder? M19, ja. Nach Grunewald, ja, steht richtig dran. M19er S Grunewald ist auch dran gestanden. Also wenn ihr jetzt einsteigen wollt, super. Wenn nicht, dann nicht. Aber meine Zeit erlaubt es leider nicht, dass ich hier noch Schwätzle halte. Ah, die laufen schon vor, das ist super.
Das heißt, ihr wollt zusteigen, ja? Das finde ich spitze. Dann kommt rein. Hallo. Tag. Hallo. Da ist die Kontaktschwelle. 50, okay, passt. Geh mal Gas. Sehen, die Brille beschmiert. Ja, mittlerweile ist drin. Ja, moin. Kugelzähne. Das habe ich vorausgesehen. Aha. Voraussehen klappt immer. Außer leider bei den Lottozahlen. Die scheinen ein eigenes System zu haben. Schade eigentlich. Ja, warten wir die an deiner Stelle schon. Genau, deswegen habe ich die Kohle übrigens aus. Tag, 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 Tag. Hallo. Moin. Die Leute gegenüber auch wieder die Beine in den Bauch. Es kommt sehr, sehr vergleichsweise wenig Zeugs hier vor. Da brauche ich nicht mal Kontrolleure. Kontrolleure, dann wird die super hier.
Liebe Fahrgäste, zu Ihrer eigenen Sicherheit möchten wir Sie bitten, sich während der Fahrt festzuhalten. Aber diesmal hatte ich am Rathenau Platz. Diesmal vergesse ich schon wieder da. Das passiert mir normalerweise nur einmal. Rathenau Platz, Beginn der Umleitung. Aber da ist jetzt auch niemand mehr. Sag mal, wieso sind die alle ausgestorben? Probiert die Kurve im Bismarckplatz natürlich doch noch mal zu bekommen. Und jetzt mal ging der wieder in die Hose. Aber hier ist auch keiner, der rein will. Na gut, dann bleibe ich hier. Dann halten wir da halt nicht. Langsam die Kurve. Gemacht. Die Kurve und gerade das Lenkrad. Mann, fährt der Scheiße, meinst du? Kannst du laufen, wenn du willst, Mädel. S-Bahn fahren, da passiert es nicht mehr, ne? So, Manfred, willst du darüber? Nee, offensichtlich nicht. Hier ist auch nicht, da ist auch nichts. Da kommt auch nichts, dann fahren wir.
Einmal zu früh, der Rest passt. Auch hier wieder Menü, bitte und Abfahrt abschließen. Und wahrscheinlich kommt jetzt die letzte ihrer Art. Und dann sind nämlich auch die 2 Stunden voll. Weitere Tour. Eine haben wir noch. Herbertstraße, Wittenbergplatz. Und auch da wieder natürlich den Fahrplan rausnehmen, weil beim letzten Mal ging das ja ziemlich in die Hose. Einen neuen Fahrplan setzen auf die M19020, Umlauf 84, damit das nicht schon wieder schief geht. Und dann müsste ich hier natürlich nochmal die Route AD Linie 81928. Und natürlich zum Wittenbergplatz ist das die Route 01. Wenn ich da drauf drücke, dann, ja genau, bewegen sich die gesamten Personen in meine Richtung. Und sie geben mir alle ihr Geld. Hallo. Ach, ist das toll. Ich brauche eine Kurzstrecke, bitte. Einen normalen Fahrschein. Eine Kurzstrecke. Wie gesagt, noch ein bisschen buggy, aber irgendwas ist ja immer. Na, würde ich sagen, dann fahren wir auch schon wieder ab. Weil hinter uns ist ein Taxi, das sich nicht vorbeitraut. Nicht schon wieder, komm. Ich weiß, dass Gordon Freeman sein Life gesaved hat, aber... Ach, und ich bin auf der falschen Spur. Na super. Na, macht nix. Rechts war niemand vor uns, das heißt, wir können rüberziehen. So. Guten Tag. Weiter da hinten an. Jetzt ist es an. War vorher auch an, hatten beide geschaltet. Zu Ihrer eigenen Sicherheit möchten wir Sie bitten, sich während der Fahrt festzuhalten. Na, du wirst aber drüben bleiben, Junge. Diese Spur ist nämlich meine. Guten Tag. Einmal normal, bitte. Bomba.
Waschplatz. Wahrscheinlich den Expressbus, wenn er von der Station auslässt. Und weiter geht's. Leniner Platz, Schaubühne. Hallo. Guten Tag, moin. Guten Tag. Guten Tag. Wie gesagt, kontrollieren, da werde ich sie nur darauf aufmerksam machen, wenn das hier nachher endet. Ich habe jetzt gerade den Besuch bekommen, jetzt ist die Fahrradtour auf jeden Fall noch zu Ende. Allerdings danach make I myself out of the dust, mache ich mich aus dem Staub. Hallo. Hallo. Einmal normal. Hoppala. Hallo. So, guten Tag. Einen normalen Tag. Aber sie. War's das? Echt keiner mehr? Na, wird auch fast voll, ne? Straße.
Ja, und da fahre ich scheinbar doch in den zu kleinen Bus. Bin mir nicht sicher, ob ihr alle reinpasst. Kommt doch an, wie Leute aussteigen. Tut mir leid. Hallo. Hallo. Guten Tag. Ach, geht schon. Haut schon hin, das kriegen wir hin. Hoppla, und da war der Motor wohl weg. Na gut, da würde ich sagen, Peter Speicher zu. Und ich rufe mal eben die Zentrale an. Dazu wird das dann hier wieder gemutet, wie immer. Und bin sofort wieder da. Funk öffnen. Und das ist der Typ. Mal schauen, wenn er aufwacht. Ja, Tag, grüß dich. Ich bin hier an der Uhlandstraße und mein Motor will jetzt nicht mehr. Der ist der festen Überzeugung, er hat keinen Bock mehr. Er will durchbrennen. Ich bin hier gerade auf meiner letzten Fahrt, danach wollte ich eh Schluss machen. Ja genau, ich melde mich dann eh nochmal, bevor ich das Ganze hier verlasse. Und es ist länger als... Hätte es nicht so laut sagen sollen, das Spiel hört mit. Ja, ein bisschen weiter, dann sind wir vielleicht bei 10. Ja gut, bleibt ja nichts anderes über, ne? Ich sitze hier rum mit meinem intelligentes Gesicht. Dank dir, gell? Bis dann, ciao. Hoppla. Das war's nicht. Jetzt war's. Es kommt davon, wenn zwei Leute, wenn der eine auf Auflegen, der zweite auf Abheben drückt. Na gut. Wir warten hier auf Hilfe. Mehringdamm. So, hier auch das erste Mal, du. Ich glaube, ich sollte auch mal so eine Gesellschaft gründen, du. Allein schon deswegen, weil ich mit meinem Jolly Roger durch die Gegend ziehen möchte. Oder mit letzte Nacht sogar schon geträumt, sag mal. Da muss man, lebe deinen Traum, so nach Motto. Die Zeit würde ich halt auch gerne mal irgendwie vorstellen, aber es geht ja auch nicht, du. Ja, das Gegenüber hält die X10. Wo haben wir die Black Flag? Da haben wir die Black Flag. Machen wir die mal an und ein bisschen lauter. Noch da.
ourselves. A wayward bunch of scoundrels, assassins, thieves and slaves. The rich and blue bloods fear us when we hunt upon the waves. And when you see it coming, that flag of baleful black, no point to turn and tail, there's no escaping our attack. A pirate knows no fear. Our steel is ready and our retribution is severe. We plunder from the greedy with blood and with our steel. We rob the rich of their ill-gotten gain and make them kneel. Behold the ocean's mysteries, the tales of ancient deeds. We follow in the footsteps of a silent secret creed. Ja, und das war die Black Flag. Ja, im Hintergrund läuft weiter hier Miracle of Sound. Reparaturteam ist mittlerweile auch da. Dann warten wir eben, bis das Ding repariert wurde. Ah, fertig, super. Und können wir sofort mal fortsetzen, hoffe ich. Nein, können wir nicht. Ah, jetzt geht's. Dafür gibt es natürlich wieder mal keine Leitstellenpunkte, ne? Ja, genau, zieh halt noch raus. Ist klar. U-Bahnhof Kurfürstendamm. Na, was ist jetzt los? Hallo? Ja, genau, hallo, Spitze! Ja, wäre super, wenn der wieder gestartet wird. Crash to Desktop. Öfter was Neues. Wäre super, wenn der wieder gestartet werden könnte. Ja, ich war gerade in BRT unterwegs, da hast du absolut recht.
Aber da ich eh schon 5 Minuten Verspätung hatte, ist das egal. Komm, mach hinne, 66 Fahrgäste wollen ankommen, irgendwann einmal. Einen vollbesetzten Bus und die kurz vor der, also fast vollbesetzt. 66 von 78. Die wollen auch mal irgendwann ankommen, wenn es geht. Ja, den Fahrplan ist zerbröselt. Ja, genau. Und die 78 Fahrgäste, die, oder 66 Fahrgäste, die hat man dann derweil in der Pfeife geraucht, ne? Spitzenidee. Super Sache. Seht ihr, Damen und Herren, Fahrgäste haben wir heute nicht mehr. Nein. Jetzt nein, will ich nicht ändern. Uhlandstraße ist ja noch alles dran. Wegklicken wäre eine super Sache. Wann fährt er jetzt nicht? Hier raus und fahren tut er auch nicht. Okay. Nochmal ausschalten alles. Was? Vor Zuschluss? Was? Achtung. Stromaufnahme vor Zündschloss? Was? Okay. Licht. Haben wir das Licht an? Nee. Jetzt haben wir Licht an. Und gleich raus und fahren wir. Ja, warum fährt er nicht? Hallo, fahren! Da fährt er gar nicht mehr, oder? D ist drin. Motor aus. Nee, da fährt nichts mehr. Der Motor fährt nicht mehr. Der ist eben über, der ist im Arsch. Gut, dann werde ich mich jetzt aus der Leitstelle verabschieden. Das mache ich wieder hier, indem ich mich mute. Dann rufe ich mal kurz die Leitstelle an. Funk öffnen. Ja, moin. Also, ich wollte Bescheid sagen, der Bus springt nicht mehr an. Funktioniert nicht mehr. Alles im Arsch. Alles kaputt. Ja. Ja, genau. Nee, streng genommen habe ich nichts übersehen. Aber wenn ihr mir so einen Motor einbaut, also ich sag doch gleich, also... Ja, du bist schuld. Lass mal das festlegen. Was hast du? Ja, am Werkstattleiter liegt das nicht. Das liegt daran, dass ich hier einen Trabi-Motor eingebaut habe in meinen MAN. Und vielleicht solltest du ein bisschen mehr als 14 PS hernehmen für 78 Leute. Daran liegt das. Bin ich fest davon überzeugt. Oh, entschuldige. Verdammt. Ich hatte jetzt mit 360 gerechnet, aber so kann man sich irren. Nee, ernsthaft, ich krieg dieses Teil nicht mehr zum Laufen. Ich befürchte, ich muss die Fahrt jetzt abbrechen. Nein, leider nicht. Es sei denn, man schiebt mich irgendwie zum Ziel.
Okay, machen wir das am besten gleich mal live. Fahrplan beenden. Fahrt abschließen. Fahrt ist nicht korrekt beendet worden. Kann sie nicht abschließen, sie ist nicht... Doch bin ich, allerdings ist mir gerade eben kurz vor dem Kuhdamm der Rechner abgestürzt. Also OMSI abgestürzt. Da. Okay, Firma dankt und wie gesagt, ich probiere es hier abzubrechen, aber ich komme hier nicht mehr zum Abbrechen. Ich kann hier nicht mehr auf Abbrechen klicken. Also erstmal, ich komme hier nicht mehr raus aus dem Ding. Ich kann jetzt nicht mehr den Bus überprüfen. Ja. Ich kann ja nicht weiterfahren. Bus ist kaputt. Nee, nicht gegen das nicht funktionierende Menü. Ich kann nicht mehr auf Menü klicken, ich kann die Fahrt nicht abbrechen, dementsprechend kann ich auch nicht den Bus überprüfen. Ja gut. Ja, das werde ich auch gleich machen. Aber dann seid ihr leider auch mit weg. Also ich wollte mich nur nochmal bedanken dementsprechend. Mach mal das, was ich eigentlich in der Zentrale vorhatte, jetzt. Vielleicht, wenn ihr beim nächsten Mal, das ist nur eine kleine persönliche Anmerkung, was fände ich super zumindest, wenn ihr beim nächsten Mal Streaming erlauben könntet, fände ich das toll. Weil, wie gesagt, normalerweise auf der vorherigen Fahrt hatte ich ein kleines Problem. Und zwar, irgendwie ist kein einziger Mensch eingestiegen und ich wusste jetzt nicht, wen ich fragen konnte. Und wenn ich live gewesen wäre, hätte ich das Publikum gefragt, aber das fällt halt aus. Wie bitte? Ja, und wie gesagt, also das ist jetzt nur eine kleine, nur wäre schön, wenn, muss nicht sein. Ja, Moment, ihr nehmt doch nur das Spiel auf und nicht euch. Wie gesagt, ich bei anderen Leitstellen, da blende ich den Funk aus. Und immer dann, wenn ich in den Funk reingehe, dann blende ich den ganzen Gaming-Rechner aus. Ich habe hier ein Mischpult, da kann ich einzelne Kanäle muten. Das heißt, ihr seid, es ist halt niemand da. Okay, wunderbar. Wie gesagt, aber... Kann ich verstehen. Nee, ist kein Problem. Nee, ist wie gesagt kein Problem. Wir sind ja hier in Deutschland. Also, wenn nicht jeder sagt, er will, dann gehe ich von einem Will nicht aus. Okay, dann bin ich jetzt raus. Ich beende mit Alt F4 und wünsche einen schönen Tag. Danke, ne? Wir hören uns. Bis dann. Ciao. So, die Fahrt wurde nicht korrekt beendet. Kann ich jetzt? Ah, jetzt kann ich abbrechen. Schau, schau. Kaum machst du das Ding zu, schon geht das. Ach, ist das alles scheiße hier. Ja, das war wohl nichts. Na gut, ich mache mal den Ding hier wieder auf Unmute. Herzlich willkommen zur Leitstellenfahrt. Dann kann ich das Ding nämlich doch noch überprüfen. Keine gemeldeten Schäden. Haha, doch, garantiert gemeldeter Schaden. Sowas von am Eimer. Habe ich den Bus erfolgreich kaputt gefahren gekriegt? Ich habe den ja nicht einmal mehr angekriegt. Tür hinten, Elektronik intakt und Motor am Arsch. Ja, der hat es hinter sich. Dann hätten sie mir doch keinen Trabi-Motor einbauen. Der hat 112 PS, sag mal, Jungs. Also hier klappte hinten und vorne was nicht. Na gut. Ja, dann würde ich sagen, beende ich das Ganze hier wieder. Betriebsgelände verlassen. Berlin Spandau, der Bruno, ja, das war super. Das war spitze, das Ding. Das war spaßig. Damit endet auch diese Leitstellenfahrt. Genau, der Rest ist hier noch drin. Denn da, was haben wir heute noch? Berlin Spandau haben wir nochmal von Ruhrbahn Spotting. Livestreams sind nicht gestattet, nur auf Anfrage. Ja, was denn jetzt? Dann haben wir hier Hafen City, Hafen Modern. Und ja, wie gesagt. Ich bin hier raus, ich habe jetzt gleich Besuch und damit verabschiede ich mich. Ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns entweder hier wieder oder halt auf Twitch. Dann bis neulich.
Ciao.